Erster Redner zum neuen Tierärztegesetz, Alois Stöger, SPÖ. Zur Angelobung und zum Amt. Ich kann Ihnen nur eine gute Hand wünschen. Ich weiß, der Gesundheitsbereich ist ein schwieriger Bereich, aber mit vereinten Kräften kann man da einiges bewirken. Ich rede zum Tierärztegesetz. Wir haben das Tierärztegesetz neu gemacht. Wir haben im Ausschuss sehr intensiv darüber diskutiert. Und ich habe den Regierungsparteien angeboten, die Sozialdemokratie stimmt gerne zu, wenn man 3 Punkte ändert. Die wären einfach gewesen. Mir wäre es darum gegangen, dass man die soziale Situation von Tierärzten verbessert, dass man bei den Tierärztegesellschaften mehr als 50% Beteiligung der Tierärzte verlangt. Und ich habe sehr kritisch dazu Stellung genommen, dass in einem Gesetz im 21. Jahrhundert drinnen steht, dass die Unentgeltlichkeit von Gutachten der Tierärzte gegenüber Gutachten von Behörden festgeschrieben wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das halte ich für im heutigen Zeitpunkt nicht mehr angemessen und glaube auch, dass diese Bestimmung mit der Verfassungskonformität, ich sage jetzt, auf Kriegsfuß steht. Ich darf mich inhaltlich dazu bedanken, dass man ein neues Tierärztegesetz macht. Das ist insgesamt gut. Das hätten wir auch unterstützt. In diesen 3 Punkten kann es keine Unterstützung von unserer Seite geben. Und mir ist wichtig, dass hier im Parlament auch laut und deutlich gesagt wird, dass der Paragraph 19, wo es um die Notdienste geht, dass man dann von angestellten Tierärztinnen und Tierärzten verlangt, im Notdienst nicht mehr als angestellter Tierarzt zu arbeiten, sondern dass es dabei um Vertretungsverhältnisse geht, wo man dann diesen Irrwitz der Werkverträge wieder nimmt. Das halte ich sozialversicherungsrechtlich für falsch. Und Herr Bundesminister, Sie sind auch zuständig für die Sozialversicherung. Diese Formulierung, wenn das nicht unterstellt ist, was ich sage, kann es nicht geben. Und mir ist wichtig, hier im Parlament auch zu erklären, dass angestellte Tierärzte auch im Notdienst als angestellte Tierärzte behandelt werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dabei belasse ich es. Ich möchte mich bei allen Tierärztinnen und Tierärzten bedanken dafür. Sie sind ein Gesundheitsberuf und Tierärztinnen und Tierärzte werden unterschätzt. Sie sind diejenigen, die uns die Sicherheit unserer Lebensmittel im Alltag garantieren. Sie geben die Gutachten ab, Sie kontrollieren unsere Lebensmittel und daher sind Sie einer der wichtigsten Gesundheitsberufe, nämlich dort, wo es um Prävention geht, dort, wo es darum geht, dass wir das richtige Lebensmittel auch auf den Teller bekommen. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. So Alois Stöger von der SPÖ zum neuen Tierärztegesetz.